Servus und willkommen zum heutigen Genusskanal. Ich habe heute wieder was Besonderes ausgesucht, und zwar ein Zedernussöl. Zedernussöl ist eine Besonderheit, die ich heute mal mit euch verkosten möchte. Wir haben das Zedernussöl offen, wie die ganzen anderen Produkte auch. Und ja, das Zedernussöl ist so richtig schön blassgold mit grünem Einschlag, richtig klar und brillant. In der Nase Waldnoten, ganz feine auch nussige Noten, unterlegt mit Kräutern und Gewürzen. So eine richtig schöne Waldaromatik bringt es mit sich. Und auch am Gaumen. Hier kommen die nussigen Aromen ganz gut zur Geltung. Dieses Kräutrige, diese Waldnoten kommen hier. Es zeigt einfach seine Herkunft. Das ist ein Öl, das seine Herkunft nicht verleugnen kann. Es ist einfach dieses Waldaromatik, dieses Nussige, ist hier ganz gut eingebettet. Ganz schön von der Farbe. Zedernussöl, auch Zirbenkernöl. Das Zedernussöl, das wird aus der wildwachsenden sibirischen Zeder gewonnen. Es ist ein sehr rares Öl. Es ist ein Öl, das man nicht in Plantagen anbaut, sondern wirklich, wie gesagt, aus wildwachsenden Zedern kommt. Der Baum selber, der hat ca. einen Durchmesser von 2 Meter und kann bis zu 1000 Jahre alt werden und wächst in Naturwäldern vom Ural bis an den Pazifischen Ozean. Es sind Bedingungen sehr, man möchte fast sagen, klinisch rein, eigentlich besser wie klinisch rein. Es sind hier in der Luft sind bakterienartige Einzeller von 200 bis 300 Stück pro Kubikmeter Luft vorhanden. Als Beispiel dazu, in OP-Räumen sind 500 bis 1000 Stück erlaubt. Es sind also sehr reine Bedingungen, wo dieses Öl wächst, wo diese Zeder wächst, aus der dann das Öl gewonnen wird. Es ist ein sehr unwegsames Gelände, entsprechend mühsam ist es zu pflücken. Die Erntehelfer, die gehen vor Ort hin, weil kaum erschlossen ist, klopfen die Nüsse vor Ort aus den Zapfen, tragen sie dann am Rücken zusammenstelle, von wo es dann in die Mühle gebracht wird, wo es dann auch sehr schonend abgepresst wird. Das Zedernussöl wird im kontrolliert zertifizierten Wildsammlung gewonnen. Die Richtlinien dafür, die sind identisch mit dem kontrolliert biologischen Anbau der EU-Öko-Verordnung. Es ist ein sehr hochwertiges Öl, das sehr viele auch schätzen, dass sie es pur einnehmen. So auch wie ich, jeden Morgen einen Löffel von diesem Öl einnehmen. Das Öl zeichnet sich aus durch einen höheren Anteil an Linolsäure. Linolsäure ist essentiell, weil sie den Körper nicht selber herstellen kann. Das heißt, wir müssen sie über die Ernährung zuführen. Und damit ich das habe, nehme ich am Morgen einen Löffel davon, damit ich eben diese positiven Eigenschaften dieses Öls meinem Körper zuführen kann. Aber wenn ich das auch so nehme, es sollte in jeder Küche einfach schon seinen fixen Platz haben, seinen fixen Standort haben. Es ist fast universell einsetzbar für Rohkost, natürlich genauso wie für Salate, für Obstgerichte, helles Fleisch, in der kalten Küche für Salate, habe ich schon erwähnt. Also es ist sehr, sehr vielseitig anwendbar, nur braten sollte man nicht damit. Es ist, ja, wie gesagt, ich empfehle es ganz gerne für Wildgerichte, für Waldgerichte, alles was mit Wald und Boden zu tun hat. Wie gesagt, Wildgerichte, ganz schön, Pilzgerichte, Wurzelgemüse oder probiert euch einfach mal ein rote Beete Carpaccio mit diesem Öl, bei Nullen am Schluss drüber geben. Also wie gesagt, es ist, möchte ich sagen, universell anwendbar, das ist ein Öl, das einfach seinen fixen Platz in der Küche haben sollte. Ein Dressing zum Beispiel mit dem Öl, mit unserem Apfelbalsamessig, den ich hier an dieser Stelle auch schon mal probiert habe.
oder mit unserem Cranberry Balsam Essig, den wir saisonmäßig bekommen haben, einfach ein Dressing damit machen und für die verschiedenen Speisen verwenden, in Kombination mit dem Salat oder wie gesagt beim Salat direkt einfach nur, wenn man Salat als Hauptspeise nimmt oder auch als Vorspeise, einfach von dem dazugeben. Ein Öl, das man also wirklich in der Küche nicht vermissen sollte. Schaut doch mal vorbei in eurem Lecken vom Fassgeschäft. Nehmt eine kleine Menge mit, um zu schauen, um auszuprobieren, wie es in eure täglichen Kochgewohnheiten passt und in welchen Variationen ihr es selber in der Küche einsetzen möchtet. Es ist natürlich auch über den Online-Shop verfügbar. Lasst es euch gleich nach Hause liefern und wie gesagt, auch dort kleine Mengen, zum einfach zuerst mal austesten, ausprobieren. Ihr werdet sehen, ihr werdet gleich mal etwas mehr brauchen. Ich finde es ein Öl, wie gesagt, ich wiederhole mich hier wieder, es ist einfach ein Öl, das in der Küche seinen fixen Standort haben sollte. Nicht nur wegen dem hohen Linolsäurenanteil und den sonstigen positiven Eigenschaften, die dem Öl zugeschrieben werden, sondern eben auch, weil es einfach ein Gedicht ist vom Aroma her. Dieses Nussige harmoniert eben sehr viel zu verschiedensten Gerichten. Ja, das war's heute von meinem Genusskanal. Ich möchte euch gerne einladen, abonniert ihn doch, dann seid ihr immer wieder am Laufenden, was es so Neues gibt. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal auf eurem Genusskanal.